Dann wollen wir mal wieder schauen, was Joe für uns hat. In irgendeinem Café also. Stellt uns wieder irgendjemanden vor oder will er uns dazu überreden, irgendwas Besonderes zu machen und trifft uns einfach nur dort? Naja, wir werden sehen. Ich heiz mal gleich hier durch. Wie weit haben wir es denn? Ist schon ein Stück, aber wir haben eine sehr schöne Geradeausstrecke mit dabei, die sich sehr gut eignet, um ein bisschen auf die Tube zu drücken. Wisst ihr was? Ich park hier mal ganz kurz und schau mal, was es hier in dem Klamottenladen so alles gibt. Das können wir ja auch mal machen, so nebenbei. Schönen guten Tag, Sir. Hi. Diese Qualität ist Ihren Preis wert. So, Lederjacke mit Hemd haben wir ja schon. Freizeitanzug mit Regenmantel. Ich würde es gern mal sehen, muss ich sagen. Okay, gibt's mehrfach? In verschiedenen Farben. Ach so. Ach so, ein Trenchcoat quasi. Freizeitanzug, das ist einfach nur ein Überwurf quasi. Gut, haben wir hier noch für 55. Ach du Scheiße. $55, wirklich? Okay, ne. Ich würde den ja mal probieren. Wäre das dann alles? Oh ja, den finde ich gut. Der gefällt mir. Gut, ob braun jetzt so die richtige Farbe ist, weiß ich nicht. Ich finde halt blöd, dass man das nicht vorher anprobieren kann. Das wäre halt gut. Na gut, was soll's? Haben wir mal ein neues Outfit gekauft? Wir haben ja genug Geld. Von daher können wir es uns auch mal leisten. So. Das ist vielleicht auch ein bisschen mehr dem Wetter angepasst. Ich dachte mir, das könnte man mal machen. Vor allen Dingen mag ich halt auch diese Hutmode. Also ich finde es halt auch schade, dass heutzutage keine Sau mehr mit Hut rumläuft. Weil es eigentlich schon ziemlich cool war damals. Und ich hatte es jetzt auch vor kurzem in einem Let's Play von einem anderen Let's Player gesehen. Da wurde auch drüber diskutiert, es ist eigentlich schade, dass man echt als bescheuert angesehen wird, wenn man heutzutage mit Hut draußen rumläuft. Außer vielleicht im Sommer, wo man mal als Accessoire das Ding tragen kann. Wenn man auch solche Gesten wie den Hut ziehen zum Beispiel gar nicht mehr an den Tag legen kann. Stimmt schon. Und ich finde, es hat halt auch Stil, auch mit dem Trenchcoat noch dazu. Irgendwie hat die Zeit schon so ihren Charme und ist eigentlich schon... Halt. Wir sind mal wieder viel zu weit. Und ist eigentlich schon ein bisschen schade, dass das vollkommen aus der Mode gekommen ist. Zumal, wenn ich mir anschaue, was draußen so für Leute rumrennen, gerade diese Hip-Hopper. Also ich will nichts gegen Hip-Hopper sagen, aber gerade diese Hip-Hopper-Mützen, das wollte ich sagen. Diese seltsamen Basecaps, bei denen unglaublich viel Luft unter der Mütze ist, also die man sich quasi auf den Kopf draufsetzt, dass es oben drüber hängt. Die finde ich dann einfach nur hässlich und ich weiß nicht, wie man sowas tragen kann, ganz ehrlich. Da finde ich es dann komisch, dass man dann als bescheuert angesehen wird, wenn man mal einen anderen Hut trägt. Na gut, was soll's. Ich will wirklich nichts gegen Hip-Hopper sagen. Nur finde ich die Mode manchmal ein bisschen kasperhaft. So, ich komme halt aus der Metal-Szene, von daher, naja, bin anderes gewohnt. Ob immer schwarz tragen jetzt so den Geschmack aller Leute trifft, geht mir ja auch so. Ich trage auch nicht immer schwarz. Ist mal dahingestellt, aber egal, ich will mich gar nicht weiter drüber auslassen, über die Mode von Hoppern. Soll jeder selbst wissen, wie was er tragen will. Auf jeden Fall bin ich froh, dass wir jetzt einen coolen Hut haben und einen hübschen Trenchcoat. Sorry, Alte. Alte, ich bin so unglaublich höflich gerade. Okay. Wo ist Joe? Ich bin sehr gespannt. Take a look. Was haben wir denn hier Lustiges? Ist das die Zapfanlage? Die ist ja stilvoll. Na gut, wo ist Joe? Ich bin gespannt, wen er uns vorstellen möchte und was es jetzt gibt. Hey, wo bleibst du denn, Alter? Bin gleich nach deinem Anruf los. Was gibt's denn? Weißt du noch die Mafiosi, die wir als Jungs oft gesehen haben? Ja, wieso? Der Typ, der gleich kommt, ist einer von denen. Sein Name ist Henry Tomasino. Ich glaube, er hat einen fetten Job für uns. Kein Scheiß? Ja, jetzt ist Schluss mit dem kleinen Kram. Jetzt machen wir endlich richtig Kohle. Ah, da kommt er. Red bloß kein Quatsch. Ciao, Henry. Alles klar? Hallo, Joe. Ist er das? Ja, das ist Vito. Ein alter Freund von mir. Freut mich, Mr. Tomasino. Du bürgst für ihn? Sicher, Henry. Ich leg die Hand für ihn ins Feuer. Okay, also ich habe einen Job für dich. Bringt gute Kohle.
Ich brauche Benzinmarken. Die sind ein Vermögen wert, weil Sprit knapp ist. Woher kriegen wir die? Von der Preisaufsichtsbehörde. Das ist eine Bundesbehörde. Ist das nicht ein bisschen riskant? Was? Hast du die Hosen voll? Nein. Ich überlege nur, wie wir das einfädeln können. Ach, das wird ein Kinderspiel. Die Marken sind nachts im Safe deponiert, aber ich wette, der Schlüssel liegt irgendwo rum. Habt ihr jemanden da drin? Die Schwester von einem unserer Jungs. Sie ist dort Putzfrau. Kann die uns helfen? Frag sie doch selbst. Sie heißt Maria Agnello. Hier ist die Adresse. Grüß sie von mir. Gut, und der Safe? Was, wenn der Schlüssel nicht da ist? Das ist dein Problem. Was springt dabei raus? Ich zahle dir $600 pro 10.000 Gallonen Sprit in Marken. Okay, wir sind dabei. Nein, das muss Vito allein erledigen. Für dich habe ich einen anderen Job. Also, wie sieht's aus, Vito? Kein Problem. Hey, vergiss nicht, eine Knarre mitzunehmen. Man kann schließlich nie wissen, was passiert. Vorsorge ist besser als Nachsehen. Kapisch? Moment mal, du überfällst hier keinen Schnapsladen. Der Job muss sauber ablaufen. Wenn der Alarm losgeht, gibt's nur ein Drittel der Kohle. Kapiert? Ja, alles klar. Kein Problem. Also komm wieder, wenn du die Marken hast. Dann ist Zahltag. Gut, bis später. Viel Glück, Vito. Ja, kein Problem. Ich finde übrigens cool, dass er wirklich den Hut abnimmt. Und wir müssen zu Maria Agnello in Little Italy. Ich finde interessant, Tommy aus dem ersten Teil hieß okay, ja D'Angelo. Und ich glaube, dass seine Frau Maria hieß. Ist das irgendwie eine Anspielung darauf? Also sie wird es ja nicht sein, weil sie ja in dem Zeugenschutzprogramm zusammen mit Tommy ist zu diesem Zeitpunkt. Höchstwahrscheinlich. Und dementsprechend kann sie es halt auch nicht sein, weil die dadurch halt ihren Namen geändert hat. Aber ist das vielleicht irgendwie so eine Anspielung auf die Frau von Tommy? Ich weiß es nicht. Na gut, wir werden mal schauen. Wie weit ist es? Ach, ist ja gar nicht so weit. Ist ja gleich um die Ecke quasi. Gut, ist ja auch logisch, wir sind ja in Little Italy schon, glaube ich, oder? Ne, die Kneipe, die war ja eigentlich eher irisch, es war ja eher ein Pub gewesen gerade. Aber die Migrantenviertel sind sicherlich alle direkt nebeneinander. Verzeihung, ich muss mal hier auf der Seite fahren. Mir ist übrigens aufgefallen, Vito trägt die Haare so ähnlich, wie ich das mache. Finde ich ganz cool, so zur Identifikation, für mich. Aber gut, ansonsten kann ich mich natürlich nicht so wirklich mit ihm identifizieren, weil ich es nicht so ganz passend finde, dass er so vollkommen ohne Skrupel hat sich mal wieder einer auf die Fresse gelegt. Ja, warum nicht? Kann mal passieren. Dass er so ohne Skrupel, völlig ohne Skrupel alles mitmacht und sich überall rein verwickeln lässt. Aber gut, er ist halt so groß geworden, ne? Er kann das nicht anders. Und okay, ich schaue auf das erste Türschild und es ist das von Maria Agnello. Dann klopfen wir mal und schauen mal, was es gibt. Ob sie uns helfen kann. Ja, was gibt es denn? Ja, hallo, Ma'am. Henry Tomasino schickt mich. Er sagt, Sie könnten mir bei einem kleinen Problem helfen. In der Preisaufsichtsbehörde. Ja, habe ich schon gehört. Und was kann ich für dich tun? Ich muss heute Nacht da rein. Okay, ich mache dir einen Vorschlag. Meine Schwester ist gerade im Krankenhaus. Wenn du mich hinkutschierst, dann sage ich dir alles, was du wissen musst. Die Klinik ist gleich gegenüber von dem Amt. Ist also kein großer Umweg. Kein Problem. Na dann, setze Maria im Krankenhaus in Abzauner. Kommen Sie, junge Dame. Los geht's. Und passen Sie auf, es scheint glatt zu sein. So, wir gehen schon mal vor. Meine Güte, die Karre, die wird immer weißer. War die nicht mal rot? Dunkelrot sogar. Ich würde die gerne mal von ihrem Schmodder befreien. Das wäre sehr schön. Aber na gut, was soll's. Müssen wir mitleben. Vielleicht kriegen wir auch irgendwann mal eine neue Karre. Okay, los. Und ras nicht rum wie ein Wilder, ja? Ich weiß schon, wie ihr jungen Leute heute fahrt. Ach, wenn du dir meine Karre anschaust. Okay, hör zu. Der Vordereingang ist nachts verriegelt. Du musst also hinten rein. Der Hintereingang bleibt nachts offen? Nein, aber das Kellerfenster ist meistens offen. So kommst du unbemerkt rein. Du willst an den Safe, stimmt's? Ja, woher wissen Sie das? Hab nur geraten. Er steht im Obergeschoss. Dort ist auch das Büro des Direktors. Da findest du die Schlüssel. Okay, ich steige also hinten durch ein Fenster ein und dann geht's die Treppe rauf zum Büro vom Direktor. Richtig? Richtig. Und sei vorsichtig. Die haben da Nachtwächter. Lass dich nicht erwischen. Okay, das wird also eine kleine Sneak-Mission. Da bin ich ja mal gespannt. Das mit der Tempobegrenzung, das kennen wir schon aus dem ersten Teil.
ist ganz nett, wenn man mal wirklich durch die Gegend fahren will, ohne von Bullen beherrscht zu werden. Aber wenn man mal schnell durch die Stadt kommen will, ist es natürlich ein bisschen ungeeignet, muss ich zugeben. Schon wieder einer am Rutschen gewesen hier. Ich finde es übrigens gut, dass man nicht irgendwie angehalten wird, wenn man mal bei Rot über die Ampel fährt. Das wäre doch ein bisschen sehr lästig, wenn man darauf auch noch achten müsste. Halt, wir müssen nach links, rechts. Die Frauen links sozusagen. Nein, Entschuldigung. Wollte nicht irgendwie hier offensiv okay, sein. Okay, lass mich hier beim Krankenhaus raus. Bitte raus. Das Amt ist gleich gegenüber. Also, danke fürs Mitnehmen, mein Junge. Ja, kein Ding. Danke, Maria. Man sieht sich. Gut, geht zur Preisaufsichtsbehörde und ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze hier jetzt so ergeben wird. Ob das relativ smooth abläuft oder ob wir da jetzt ein paar Probleme kriegen. Auf jeden Fall haben wir ein paar Wächter, denen wir ausweichen. Ist ja gut da hinten. Auf jeden Fall müssen wir ein paar Wächtern ausweichen. Und ich bin mal gespannt, ob wir den Schlüssel finden können oder ob wir da ein bisschen rumknacken müssen. Vielleicht müssen wir auch ein paar zusätzliche Risiken auf uns nehmen, um den Schlüssel zu kriegen und können alternativ einfach das Schloss knacken mit dem Dietrich. Bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall weiß ich nicht so richtig, was ich vom Schleichen halten soll. Okay, mal wieder was zu klettern. Glücklicherweise ist ja dort gerade offen. Tolle Sicherheitsvorkehrungen hier. Überall kann man einfach reinklettern. Na gut, von mir aus. Habe ich nichts gegen. Finde einen Weg hinein. So, drücke C, um in die Hocke zu gehen, um dich unbemerkt zu bewegen. Okay, zum Schleichen, alles klar. Man hört ihn auch so viel weniger. Und da ist auch schon das Fenster, das immer offen ist. Was ist denn das hier für eine unsichere Behörde? Also wirklich, das geht ja gar nicht. Ich muss aber mal sagen, wenn man mit vernünftigen Schuhen, die Absätze haben, rumläuft, dann kann man auch vorsichtig laufen, wie man will. Man macht trotzdem Geräusche. Man schafft es nicht, ohne Geräusche durch die Gegend zu laufen mit solchen Schuhen. So, da drüben sind überall Wachen. Das ist wahrscheinlich nur der Eingang, oder? Okay, hier können wir zumindest schon mal... Verdammt! Den Fluchtweg, schrei doch nicht so. Den Fluchtweg öffnen. So, haben wir das schon mal. Das ist schon mal ganz gut, falls wir hier schnell raus müssen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Die sind alle in einem anderen Raum, kann das sein? Hole den Schlüssel. Ach du Scheiße. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Jetzt lass mich in Ruhe mein Rätsel fertig machen. Okay, wir können Wachen also auch lautlos fertig machen. Ich nehme mal meine Runde. Lass dich nicht aufhalten. Das ist gut. Kommt er jetzt hier raus? Ich traue mich gar nicht zu gehen. Nee, ich glaube, der kommt nicht raus. Wo ist er denn? Hä? Ist der oben? Kann das sein? Ich glaube, der ist oben. Ich glaube, die sind alle oben. Ne, einer ist hier unten. Den lassen wir aber vielleicht mal sitzen, weil ich glaube, wenn wir uns den schnappen wollen, dann sehen uns die anderen. Wo war das denn? Ich glaube, der ist gerade dort oben, oder? Ist der gerade auf der Treppe? Hast du am Wochenende was vor? Ja, ich werde mich erholen und Fernsehen. Du hast dir einen Fernseher gekauft? Ja, das war damals noch was Besonderes. Mann, die Dinger kosten so viel wie ein ganzes Auto. Wie kannst du dir das bloß leisten? Marys Onkel Lou ist vor ein paar Monaten gestorben und hat uns ein bisschen Geld hinterlassen. Und du hast dir davon einen Fernseher gekauft? Okay, jetzt ist unser Zeitpunkt. Das war's für ihn. Die Frage ist, können wir die Leiche auch beseitigen? Ja, dankeschön. Hat ihn auch wirklich getötet? Ich dachte, er macht ihn vielleicht bloß bewusstlos. Aber na gut. Wenn er meint. So, den Schleifer mal... Nein, du sollst bitte den Typen... Du sollst nicht die Tür schließen, du sollst eigentlich die Leiche schnappen. Du sollst erst die Tür öffnen. So. Haben wir's jetzt.
Genau. Solltest das Ding mal sehen. 7 Zoll Schwarz-Weiß-Bildschirm. Okay, wir alle schaffen es nicht, ihn wegzukriegen. Wow, klingt ja toll. Was, du meinst, du kaufst dir keinen? Ich bleib bei meiner Zeitung und meinem Radio. Dieses Fernsehen ist doch nur so eine Modeerscheinung. Man wird sehen. Ja, und was meint Mary dazu? Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen. Die hat ihn noch gar nicht gesehen. So, kommt er jetzt wieder zurück oder wie läuft er? Müssen wir mal schauen. Rechts rum? Ja, sehr gut. So, dann müssen wir uns bloß ein bisschen beeilen. Und aus. Ich frage mich halt, tötet der die wirklich oder betäubt er die bloß? Also macht er die bloß bewusstlos? Und hat er jetzt auch eine Waffe fallen lassen? Die Art und Weise, wie er die Leichen aus die Gegend zieht, finde ich auch geil, muss ich sagen. Achso, die Waffe können wir ja gar nicht aufheben, den Colt. Na gut. Wir können ja mal kurz von hier oben runterschauen. Der unten, der wirkt jetzt nicht allzu aufmerksam, das ist okay. So, die Toiletten sind, glaube ich, egal. Was haben wir hier? Meeting Room. Nein, ich will auch gar nicht die Leiche ziehen, Mensch. Na gut, was soll's. Gehen wir halt nicht da rein. Wir müssen irgendwo da drüben hin. Okay, ich hoffe, der sieht uns nicht hier. Nee, gut. Der guckt auch gar nicht. Der guckt gar nicht hoch. Der guckt die ganze Zeit bloß nach unten auf seinen Tisch. Gibt's hier vielleicht irgendeinen Playboy im Archiv? Klingt toll, ich weiß. We can do it! Okay, vielleicht sollten wir uns dann mal auf unsere Aufgabe konzentrieren. Wieso gibt es so viele Weiberklos? Na gut, egal. Okay, das ist das Büro vom Direktor. Hier müsste der Schlüssel sein. Alles klar, ich schaue erstmal ganz kurz hier beim Industrial Specialist und schon haben wir einen Playboy gefunden. Titten! Verzeihung. So, ansonsten gibt es hier nichts, das dachte ich mir schon. Ich hatte es irgendwie schon vermutet, dass in irgendeinem Büro so ein bisschen abseits hier einer drin, so ein Playboy drin ist. So, und da haben wir doch auch schon die Schlüssel. Ah, hier ist der Schlüssel. Und jetzt schnell zum Safe. Sehr gut. Finde den Safe und stiehl die Marken. Ich hoffe mal, der bleibt unten sitzen. Ich bin mir so ein bisschen unsicher. Nicht, dass der dann aufsteht und nach den anderen suchen geht. Kann man hier irgendwas machen? Nee. Vielleicht sollten wir den ausschalten. Ich weiß es nicht so richtig. Ach, was soll's. Wir gehen einfach mal rein. So. Muss ich irgendwas... Ach, dafür hat er keinen Schlüssel. Ist klar. Das leuchtet total ein. Gut, aber wir kriegen das ja ohne Probleme auf.